Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen heute hier zu dem neuen Video. Und ja, wir wollen ein bisschen auf das neue Jahr blicken. Wir wollen mal ein bisschen gucken, was ist für das nächste Jahr angekündigt. Ich muss aber gleich an dieser Stelle sagen, das wird heute auch so ein kleines bisschen Spekulation. Denn ich muss tatsächlich sagen, wir hatten ja so einen kleinen Videogame-Crash, dass wir jetzt gar nicht so genau wussten, was kommt dieses Jahr noch von Nintendo. Und wir wissen auch fürs nächste Jahr nicht wirklich viel von dem, was von Nintendo wann irgendwie angekündigt wird. Aber auch auf den anderen Plattformen. Es wird heute einfach mal ein ganz gemütliches, was kommt demnächst vielleicht so raus Video. Dinge, auf die ich mich einfach in Zukunft am meisten freue. Vieles davon, was ich jetzt gleich nennen werde, ist noch gar nicht offiziell für 2021 angekündigt. Lass uns das einfach nicht so ernst nehmen. Lass einfach mal ein bisschen darüber reden und spekulieren, was wir vielleicht im Jahr 2021 zocken könnten und worauf wir uns dann vielleicht am meisten freuen. Ihr könnt natürlich in die Kommentare hauen, wenn ihr jetzt schon mal guckt, über was freut ihr euch am meisten in 2021? Was sind die Spiele, die euch schon mal so richtig, ja, hibbelig werden lassen? Es sind auf jeden Fall große Dinger dabei, von denen wir ausgehen, dass sie nächstes Jahr kommen. Und ansonsten, wie gesagt, habt einfach Spaß mit dem Video, genießt ein bisschen die Unterhaltung und dann geht's los nach einem Intro. Auf Platz 10 haben wir Pikmin 4. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ja schon bei F-Zero aufgegeben, aber ich gebe halt immer noch die Hoffnung nicht auf, dass wir Pikmin 4 jetzt endlich 2021 für die Nintendo Switch bekommen. Es ist doch angeblich schon seit 10 Jahren fertig. Wo bleibt dieses Spiel? Und ich sage hier, ihr habt es heute zum ersten Mal gehört, ich werde im Jahr 2021 endlich mit euch zusammen Pikmin 4 spielen. Ich glaube immer noch dran. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe schon F-Zero sausen lassen. Pikmin 4 will ich spielen und ich will es nächstes Jahr spielen. Und ich glaube fest dran und ich freue mich mega drauf, denn Pikmin 3 war für mich das beste Wii U-Spiel. Ich fand einfach das Gesamtpaket so perfekt in Pikmin 3 und deshalb hoffe ich auf ein ziemlich, ziemlich gutes Pikmin 4. Auf Platz 9 haben wir Ratchet & Clank. Rift Apart heißt das Ganze. Ich muss halt dazu sagen, ich war nie der allergrößte Ratchet & Clank-Fan. Ich habe das PS2-Original einmal gespielt mit euch, also in so einem Tim spielt seine Geschenke-Video und ich fand's gut, ich fand das Spiel toll. Es war sehr interessant, mal zu sehen, was ich in der Zeit verpasst habe. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin immer offen für neue IPs, gerade im 3D-Jump-Run. Ich habe ja auch mal Jak & Daxter gespielt und muss auch da sagen, großartiges Spiel. Und es sah halt ziemlich, ziemlich gut aus. Das ist halt das, was ich so genial finde. Gerade da sieht man halt, was die PlayStation 5 dann wirklich leisten kann, weil halt kaum Ladezeiten dabei waren. Und ich glaube einfach, dass sie da etwas ziemlich Geniales bauen. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes 3D-Jump-Run mit sehr viel Features, mit Shootern und so weiter. Und ich muss einfach sagen, da freue ich mich drauf. Dann haben wir da noch Hogwarts Legacy, das ist ja das neue Harry Potter Spiel und auch da ist es einfach so eine blinde, pure Freude. Ich habe ewig kein Harry Potter Spiel mehr gespielt, ich habe eigentlich noch nie so richtig wirklich ein Harry Potter Spiel gespielt. Aber ich muss sagen, das sah halt ziemlich cool aus, sowohl halt grafisch, aber auch dieser Open World Aspekt in Hogwarts, auch wenn es ist, ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein bisschen Kanon, aber es spielt halt eine andere Hogwarts-Geschichte. Es ist halt nicht, du spielst nicht Hogwarts während der Harry-Potter-Zeit, sondern in einer anderen Zeit. Trotzdem freue ich mich da sehr, sehr drauf, in dem Harry-Potter-Universum quasi was spielen zu können. Ich finde einfach, sie haben im Trailer und in den ganzen anderen Shows, die sie so hatten, das Spiel einfach ziemlich gut verkauft. Und deshalb sage ich einfach mal, ja, ich freue mich auf das neue Harry-Potter-Spiel und guck einfach mal, was man da so drin machen kann. Weil ich, wie gesagt, noch nie so wirklich ein Harry Potter Spiel gespielt habe.
Dann haben wir da, wie gesagt, so ein weiteres Spiel. Es wird wahrscheinlich sogar safe nicht 2021 kommen. Aber im Moment weiß man nie. Vielleicht haben wir ja Glück und sie bringen das Spiel raus, bevor es überhaupt wirklich fertig ist. Und mit ganz viel Bugs und Patchen das dann. Oh Gott, wenn für mich 2020 war, dann das Spiele heutzutage eigentlich nur noch unfair. Also ich glaube, fertiges Spiel ist einfach out. Ein fertiges Spiel zu releasen, ich glaube, da bist du auch einfach geächtet in der Videospielwelt. Das muss unfertig sein. Okay, Spaß beiseite. God of War Ragnarök wird wahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr kommen. Ich glaube, da werden sie ein richtiges Next-Gen-Ding ballern. Aber sagen wir einfach mal, es kommt nächstes Jahr. Sagen wir einfach mal, das neue God of War. Vielleicht hat halt da halt den Vorteil, deshalb habe ich es mit auf diese Liste genommen. Der Grundstein von God of War steht ja. Vielleicht, weil eben es ja so eine Art zweiter Teil ist, geht es dadurch ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn God of War Ragnarök kommt, ich freue mich mega drauf. Denn ich fand den ersten Teil super. Es war für mich damals ein verdientes Spiel des Jahres. Geiles Kampfsystem, geiles Bossdesign, mega hübsche, große, wunderschöne Welten. Und halt auch ein sehr, sehr cooler Begleiter. Ich finde, das Miteinander zwischen Vater und Sohn funktioniert einfach perfekt. Auch die Waffenauswahl ist genial. Und auch wie du deinen Charakter stärker und customizen kannst. Ich habe kaum was an diesem Spiel irgendwie auszusetzen. Geniale Musik. Deshalb einfach ein perfektes Spiel. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Fortsetzung. Auf Platz 6 haben wir dann Soda Ash. Ich bin halt ein großer Fan von Hyper Light Drifter. Und als ich dann gesehen habe, dass die Macher von Hyper Light Drifter ein neues Spiel machen, haben wir Soda Ash gesehen. Und ich muss halt dazu sagen, man sieht nicht wirklich viel von diesem Spiel. Ich habe auch jetzt natürlich noch nicht so wirklich die Ahnung, was erwartet mich in diesem Spiel überhaupt. Ist mir egal. Ich bin hyped. Also, was mich halt so krass hyped ist, es sieht halt genau den gleichen Stil aus. Es sieht so aus, als würde es genau den gleichen Stil haben wie Hyper Light Drifter und das dann vielleicht aber in einer 3D-Perspektive, boah, geil. Also Hyper Light Drifter war für mich ein solches Kunstwerk, ein so geniales, perfektes Spiel, dass ich einfach mal diesen Grundhype von Hyper Light Drifter mitnehme und dann auf Soda Ash mich einfach wirklich, wie gesagt, brutal freue. Ich glaube, Stand jetzt ist es noch nicht mal für nächstes Jahr fix angekündigt, aber es ist schon ziemlich eindeutig für 2021 gelistet. Also es gibt Spiele, die sind für 2021 gelistet, so zum Beispiel auch God of War Ragnarök, aber sie haben halt noch kein Release-Datum. Pikmin 4 ist halt noch nicht mal gelistet, aber Soda Ash ist aktuell für 2021 gelistet und deshalb muss ich sagen, ich freue mich einfach mal drauf. Ah, Mamma Mia! Dann haben wir da Tales of Arise und auch dieses Spiel hat noch kein offizielles Release-Datum und ich habe das Gefühl, es wird immer weiter verschoben, dass es eigentlich schon längst hätte kommen sollen. Ist mir egal. Das Spiel ist da, wenn es da ist. Ich glaube, ich werde es 2021 spielen. Der erste Trailer sah so gut aus. Es sah so unfassbar gut aus und es wird halt auch einfach mal wieder Zeit. Tales of Berseria ist schon wieder einige Zeit her bei mir. Ich habe auch seitdem kein anderes wirkliches JRPG dieser Zeit gespielt. Und also dieser Art gespielt. Wir hatten ja damals Xenoblade Chronicles 2 sogar noch dazwischen. Was aber schon anders ist. Und ich habe einfach mal wieder Bock auf ein Tales of. Es wird für mich einfach mal wieder Zeit. Und deshalb kann ich es halt kaum abwarten, dass nächstes Jahr Tales of Arise kommt. Auch weil der Trailer so gut aussah. Es sah so unfassbar gut aus, Leute. Und ich kann es nicht mehr abwarten, bis endlich dieses Spiel kommt. Also diese Spiele, die sie bisher so waren. Ja, wir hatten hier God of War Ragnarök. Und einfach so Spiele, wo ich mich einfach sehr drauf freue. Aber hier fängt tatsächlich so die Sparte an. Das sind jetzt einfach 5 Titel, auf die ich mich halt wirklich, wirklich heftig hart freue. Soda Ash auch schon sehr hart. Und klar, Pikmin 4 glaube ich halt aber noch nicht wirklich dran. Aber ich muss tatsächlich sagen, auf dieses Spiel freue ich mich wirklich extremst. Horizon Zero Dawn ist für mich immer noch ein so perfektes Spiel. Das Problem war halt damals, dass Breath of the Wild halt irgendwie das ganze Genre
der Open-World-Games so ein bisschen verändert, so ein bisschen neu definiert hat. Und deshalb ist es halt schwer, da so ein bisschen dann die Vergleiche zu ziehen. Aber trotzdem, Horizon Zero Dawn war ein unfassbar geniales Spiel. Und ja, deshalb freue ich mich auf den neuen Teil natürlich auch ziemlich hart. Ich glaube, dass sie hier einfach das Grundspiel von Horizon Zero Dawn gar nicht so doll verändern müssen. Oh, ich habe außerdem die Farbe geändert. Macht ja nichts, machen wir zurück, ne? Ach, wisst ihr was, wir gehen einfach auf eine andere Farbe so zwischendurch. Ich glaube einfach, dass sie hier nicht viel verändern müssen. Weil Horizon Zero Dawn war an sich perfekt. Ich habe nichts an diesem Spiel zu kritisieren. Ich kann diesem Spiel nichts vorwerfen, außer dass die Freiheit fehlt wie in Breath of the Wild. Aber das ist unfair, diesem Spiel das vorzuwerfen. Die Story war genial. Die Storyführung war genial. Die Charaktere waren genial. Die Welt war genial. Der Look war genial. Das Kampfsystem ist der absolute Shit. Es hatte auch irgendwie die perfekte Länge. Es war super groß, Open World. Aber es war überall was zu tun. Es war nie Leere. Die Welt veränderte sich ständig und du wurdest toll durch diese Welt geführt. Dieses Spiel ist einfach genial, ein Meisterwerk. Und deshalb bin ich einfach ziemlich hyped auf den nächsten Teil. Ähnlich wie damals bei Nioh, wo ich gesagt habe, ich will Nioh 1 einfach in nochmal. So möchte ich hier einfach Horizon Zero Dawn in nochmal haben. Ein bisschen schöner und so. Und dann bin ich glücklich. Und da freue ich mich wirklich mega drauf. Endlich wieder mit den geilen Bögen spielen. Metroid Prime 4 ist natürlich so ein weiteres Ding. Dieses Spiel ist halt noch nicht mal gelistet für nächstes Jahr. Ich weiß halt nicht so wirklich, ob ich dran glauben soll, dass Metroid Prime 4 2021 herauskommt. Aber nehmen wir nur mal an, für den Fall das, dann bin ich... was soll ich dazu sagen? Ihr wisst, wie hyped ich dazu bin. Metroid Prime ist eins meiner absoluten All-Time-Favorites, eins meiner absoluten Lieblings-Gamecube-Spiele, was schon was heißt, weil Gamecube ist bei mir hart umkämpft, zweitgeilste Konsole nach dem Super Nintendo ever aller Zeiten. Liebe für den Gamecube. Und Metroid Prime ist mein allererstes Metroid-Spiel gewesen, eins meiner allerersten Metroidvania, vor allem im 3D-Bereich, eins meiner ersten Shooter-Spiele, das ich so richtig genossen habe, abgesehen von den alten Klassikern wie Doom 2 aus meiner Kindheit früher. Metroid Prime war für mich einfach bahnbrechend, eins der geilsten Spiele, das ich hier gespielt habe. Metroid Prime 2 hatte dann das mit den Weltenwechsel, was mich so ein bisschen abgeturnt hat. Metroid Prime 3 war dann safe, war wie Metroid Prime Teil 1 einfach ziemlich gut und da hat er mehr die Piraten in den Fokus gerückt, hat die Story abgerundet und ich bin einfach so hyped, was sie in Metroid Prime 4 für eine Geschichte erzählen. Ob vielleicht viel mehr Story vorhanden sein wird, wie in Metroid Other M vielleicht. Zu welchem Zeitraum spielt dieses Spiel? Welche Geschichte werden sie erzählen? Wie wird das Spiel aussehen? Welches Setting werden sie wählen? Ich bin so unfassbar hyped und ich glaube, dass dieses Spiel noch seine Zeit braucht. Ich hoffe, dass sie sich eben auch die Zeit nehmen, die sie dann eventuell halt auch brauchen, um das Spiel vielleicht perfekt weiterzuentwickeln. Aber wenn dieses Spiel rauskommt, dann ist es auf jeden Fall eins der absoluten Hype-Spiele. Und pass auf, das Ding ist, auf diesen ersten drei Plätzen jetzt sitzen einfach für mich drei der meist erwartetsten Spiele, drei der meist gehypten Spiele meines gesamten Lebens. Deshalb ist hier Metroid Prime auf Platz 3 nicht zu unterschätzen. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich freue mich enorm drauf. Aber es sind da noch zwei Spiele, auf die ich mich tatsächlich noch ein bisschen mehr freue. Als ihr meine Reaction gesehen habt, als dann das neue Pokémon Snap angekündigt wurde, es war ja so, dass ich arbeiten war und dann habe ich halt die Pokémon Direct geguckt und die Leute haben immer schon so ein bisschen, hatten halt währenddessen den Chat offen und die wussten schon, was gleich kommt, ich wusste es nicht und der Chat halt schon gleich heult, und was soll ich sagen, ich habe ein Tränchen verdrückt. Es hat mich wirklich emotional getroffen, weil ich seit wie vielen Jahren nach Pokémon Snap rufe. Ich bin einer der größten Pokémon-Snap-Fans, würde ich fast behaupten, die es hier draußen überhaupt gibt. Ich liebe dieses Spiel, ich spiele ständig rauf und runter, ich beherrsche dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel von vorne bis hin, ich liebe alles an diesem Spiel. Und ich habe mich so viele Jahre dafür eingesetzt, so viele Jahre habe ich gerufen, wann bekommen wir endlich wieder neues Pokémon-Snap? Ich habe ja immer verstanden, dass sie das Spiel nicht machen, weil das Spielprinzip vielleicht für einige so weird oder seltsam ist, weil man ja nur rumfährt und knipst. Trotzdem habe ich es mir halt immer wieder gewünscht und ich habe immer wieder geträumt davon. Ich habe immer gesagt, es gibt drei Dinge, bei denen ich ausraste. Das wäre ein Zelda-Remake von Link's Awakening oder Link to the Past. Das wäre ein neues F-Zero und das wäre ein neues Pokémon Snap. Und eine dieser Sachen habe ich bekommen.
Gut, ich habe sogar das Link's Awakening Remake bekommen damals, aber Pokémon Snap ist für mich einfach nochmal was ganz Besonderes. Denn Pokémon Snap ist für mich bis heute das einzige Spiel, was es je geschafft hat. In all den Jahren hat nur Pokémon Snap mich Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum erforschen lassen. Du fährst halt mit dem Wagen rum. Und mich würde es nicht stören, dass das wieder im Wagen ist, weil gerade so kannst du es halt machen. Gerade dadurch, dass du auf einer Schiene fährst, kannst du halt die Pokémon an der Seite spielen lassen. Du fährst da halt rum und ja, dann tobt da halt ein Dodo am Strand rum und oben fliegt ein Smetbo. Hinten siehst du die Lapras da hinten rum. Du siehst im Wasser halt eben die Pokémon rumschwimmen. Die Pokémon bewegen sich in ihrem natürlichen Lebensraum, so wie sie sind. Das, was Pokémon Schwild halt komplett verkackt hat, eine große Naturzone zu bauen, wo einfach ein riesiger Haufen an Pokémon ist, die einfach in einer Gegend rumlaufen, die hässlich ist und die überhaupt nicht zu den Pokémon passt. Mitten auf einer grünen Wiese sind da 30 Nebulak. Oh mein Gott. Aber hier in Pokémon Snap ist es halt so. Die Pokémon wurden perfekt in ihre Gebiete gepackt. Klar geht es noch besser. Und jetzt im New Pokémon Snap werden wir genau das bekommen. Ich bin so gehypt, welche Stages es geben wird, welche Welten es geben wird, wie viele Pokémon, welche Pokémon, wie wird das genau aussehen. Ich freue mich so enorm auf dieses Spiel. Ob es nächstes Jahr rauskommt, wissen wir nicht. Ich glaube ja. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. Aber ja, es gibt natürlich noch einen Titel, auf den ich noch ein bisschen mehr gehypt bin, auch wenn das schwer ist. Aber Breath of the Wild ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Es ist wahrscheinlich mein zweitliebstes Spiel, das ich je gespielt habe, nach A Link to the Past. Das ist Kindheitsnostalgie und pure Liebe. Aber, meine Lieben, was soll ich sagen? Breath of the Wild, oh mein Gott, war das ein besonderes Spiel. Das war was wirklich Besonderes. Und ich habe jetzt ja in Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung, ja, die Geschichte, die wurde uns ja so ein bisschen, ja, sie haben halt leider einen Timeshift gemacht. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie zwei Geschichten in Breath of the Wild, aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viel Vorgeschichte zu den Recken bekommen, zu der Geschichte mit Zelda, zum König, zum Königreich, zu dem, was passiert ist. Wir sind sehr gespannt, wo Breath of the Wild 2 ansetzen wird. Aber es ist halt nicht nur die Story. Ich bin halt auch so gespannt, welches Setting sie wählen. Ob sie die gleiche Welt von Hyrule nehmen werden, wovon ich jetzt eigentlich ziemlich überzeugt bin. Aber in welchem Zustand? Werden wir die Welt noch einmal völlig neu erkunden können? Ergibt sich vielleicht untenrum eine Parallelwelt da unten, eine dunkle Welt, ein dunkles Hyrule? Oder reisen wir da drunter? Oder reisen wir wieder in der Zeit? Ich bin einfach nur sprachlos, was da für Möglichkeiten da sind. Es wird mich spielerisch einfach wieder komplett umblasen. Ich muss mir jetzt schon wieder Urlaub dafür nehmen. Wir haben hier tatsächlich Metroid Prime 4, was natürlich wilde Spekulation ist. Auch Pokémon Snap ist noch nicht gelistet. Und ja, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir nehmen dieses Video einfach mal als ein kleines What-If, als ein kleines Spekulationsvideo. Worauf freuen wir uns einfach in nächster Zeit am meisten? Einfach deshalb auch, weil wirklich wenig für 2021 fest angekündigt wird. Und natürlich auf Platz 1 bei mir Breath of the Wild 2. Wow, als ich den Trailer gesehen habe, ne? Wir wussten ja, dass Breath of the Wild 2 kommen wird. Aber das sind wirklich so zu sehen und jetzt rumzuspekulieren, wie die Story sein wird, absolut geil, Leute. Ich freue mich, ich bin hibbelig drauf. Und schreibt gerne ihr in die Kommentare. Auf was freut ihr euch am meisten im Jahr 2021? Ist der für jeden...